Plymouth sagte einst, das Verbotene wecke die Versuchung. Folgt mir nicht, sagte ich, und doch sucht ihr nach mir. Manche Türen sollten lieber verschlossen bleiben. Einen Schritt weiter. Was wollt ihr hier? Ruft euren Hund zurück. Also schön. Ich bin Ariane vom Volk der Dalish. Mein Hüter hat mich auf die Suche nach Asha Belanar entsandt. Die Frau der vielen Jahre. Ihr habt von ihr gehört? Wir Elfen kannten sie schon immer. Und für die Menschen ist sie eine sagenumwobene Abscheulichkeit. Aber was ist sie für die Dirginlin? Normalerweise hören sich Geschichten über Plymouth anders an. Nun ja, wir dachten, sie könnte uns helfen, ihre Tochter Morrigan zu finden. Die junge Hexe hat meinem Clan Unrecht getan. Hat sie sich auch euren Zorn zugezogen? Eine Freundin? Diese Bezeichnung hätte ich im Zusammenhang mit einer Hexe der Wildnis am wenigsten erwartet. Vielleicht könnt ihr sie dann ja zur Vernunft bringen. Morrigan hat ein altes Buch gestohlen, das mein Clan seit den Tagen von Arlathan bewahrte. Niemand sonst hatte ein ähnliches Stück unserer Geschichte. Alles, was wir einst besaßen, all das Wissen über unsere alte Magie wurde uns genommen. Erst von den Magistern aus Tywinter und dann vom Zirkel. Und Morrigan nahm uns auch den letzten Rest. Sie hat unseren Clan vor einem Monat im Namen der Freundschaft aufgesucht und großes Interesse an unserer Vergangenheit gezeigt. Sie wusste genau, wonach sie suchte. Der Hüter gestattete ihr, sich das Buch anzusehen, und zwei Nächte später war es verschwunden. Die Dalish sind seit fast 2000 Jahren nur noch Wanderer. Wir sind nur ein Schatten unserer einstigen Größe. Obwohl uns vieles in diesem Buch ein Rätsel ist, so ist es doch einer der wenigen Hinweise darauf, wie wir unsere Vergangenheit wieder aufleben lassen können. Mein Hüter, Solan, sagte, es sei eine Abhandlung über etwas, das die Ahnen Illuvien nannten. Doch dieses Wort ist so alt wie das Buch selbst, und niemand kennt mehr seine Bedeutung. Abgesehen von Morrigan vielleicht. Helft mir. Wir beide wollen Morrigan finden. Und wir können einander helfen. Ein Elfenmagier hatte meinem Clan das Buch über Illuvien zurückgebracht. Er hatte es aus dem Zirkel der Magi gestohlen, bevor er ein Abtrünniger wurde. Er sagte, es gäbe in der Bibliothek noch andere Schätze. Aber der Zirkel würde es einem Dalish niemals gestatten, sie sich anzusehen. Doch vielleicht liegt die Sache bei euch ja anders. Masiranas, ich freue mich darauf, mit euch zusammenzuarbeiten.
schon gut. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Willkommen bei Ferelden's Zirkel der Magi. Bitte haltet euren Hund unter Kontrolle. Einige der Schüler sind leicht zu erschrecken. Und wie ich sehe, begleitet euch eine Dalish-Elfin. Ist das ein Problem? Was soll das denn heißen? Dass die meisten Dalish-Diebe sind? Wenn ihr das sagt, es ist dem Zirkel eine Freude, euch als Gast begrüßen zu dürfen. Wie ihr seht, hat sich seit eurem letzten Besuch einiges verändert. Wenn ihr nach einem Buch sucht, könnt ihr im Registerbereich beginnen. Als Kommandantin der Wächter könnt ihr den ersten Stock des Turms mit euren Gästen ohne Eskorte erkunden. Schönen Tag noch. Ich verstehe, warum Hüter Solen nicht wollte, dass ich hierher komme. Es ist so verlockend, die strenge Ordnung ihrer kleinen Welt durcheinander zu bringen. Ich kümmere mich darum. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Hast du die Geschichten über die Heldin Fereldins gehört? Mit ins Bett genommen. Nein! Ich erzähle es dir später. Ich kümmere mich darum. Das habe ich nicht. Schön, ja. Ein bisschen vielleicht. Aber du musst doch zugeben, dass es verlockend ist, oder? Diese Magier sind ja alle so selbstgefällig. Sie halten sich ja für so wichtig. Du findest, ich sollte mich entspannen? Nun ja, du hast vielleicht recht. Verzauberung? Verzauberung! Hallo, Hündchen! Sandal wird eine Weile im Turm bleiben. Die Besänftigten untersuchen seine Verzauberungsfähigkeiten und scheinen dabei einiges zu lernen. Verzauberung! Ja. Ich war Pippi. Ja. Verzauberung? Unglaublich. Ich habe noch nie so viele Bücher gesehen. Ist das ein reinrassiger Mabari? Ich wünschte, ich hätte auch einen. Sie sollten uns im Turm Haustiere gestatten. Hast du etwa das Desaster mit den Drachenjungen vergessen? An der Decke im dritten Stock kann man immer noch sehen, wo Ivan geröstet wurde. Ich rede von normalen Haustieren. Hunden, Katzen, Ratten, Eulen. Solche meine ich. Du könntest dich an den Magier da drüben anschleichen? Was glaubst du? Wie hoch wirft er diese Dinger wohl in die Luft, wenn er sich umdreht und dich plötzlich direkt vor sich sieht? Entspann dich. Dieser Ort hier ist wie eine Gruft. Ein paar kleine Überraschungen würden ihnen guttun.
Wächter, euer Hund belehrt mich schon wieder.